Ich bin ja auch eher so ein Mother-Fan davon, ne? Matt-Witze, hm? Naja, das war ja schon Matt gerade. Aber gut, dann musst du. Wir gucken mal durch und dann. Wir müssen halt die Primärfarbe finden, bevor wir anfangen, irgendwas rumzudoktern. Hm. Also ich glaube, wenn das Vinyl weiß ist, würde ich, glaube ich, irgendwas in Richtung. Hm? Was passt halt zu weiß? Zu weiß passt immer schwarz, rot. So Sachen passen halt immer zu weiß. Ich finde, weiß passt auch ziemlich gut zu weiß, weil wir. Warte. Der hier, den finde ich auch fett. Du hast halt einen größeren Faktor und du machst da so eine. Also du könntest das umdrehen, dann müssten wir überlegen. Dann könnten wir den Motorblock tatsächlich schwarz lassen. Und lass mich mal kurz hier durchschauen. Und so eine Action fahren, weißt du? Boah, das ist aber ein bisschen zu viel, das ne? Ist zu viel, ja. Das ist, aber warte, wir sind ja noch nicht fertig. Obwohl, nee, sekundär gefällt mir nicht. Warte, also ich würde den Rahmen tatsächlich schwarz-matt machen dann. Schwarz, ja, mach den mal matt schwarz. Warte, dann gucken wir mal. So, das ist matt schwarz. Es also sogar noch dunkler als das vorige, würde ich behaupten, oder? Oder täuscht das jetzt bloß? Nee, matt schwarz ist schon, also du hast ja keinen Glanz mehr und die Sonne steht direkt hinter uns. Deswegen wirkt es halt dunkler. Wir gehen mal mit der Primär. Ich lasse mal matt schwarz auf dem Lenker sitzen und wir gehen mal ganz kurz durch die Primärsachen durch. Ja? Mhm. Ich komme immer zu den Militärfarben zurück, die fallen mir hier irgendwie am besten. Honigbeige. Das wird noch gehen, so in die Richtung, oder? Ja, das ist alles Sand, das sind so diese sandigen Farben. Da ist halt. Ich glaube, vielleicht wäre es hier ganz passend, was zu nehmen. Was immer noch von dem Hauptvinyl verdeckt wird, weißt du, wie ich meine? Das ist halt dezent, ne? Ja, genau, dann sind wir aber bei diesem Hunter Grün. Das finde ich eigentlich krass. Ja. Das sieht halt alles immer nach Schlangenhaut aus. Mhm. Weißt du? Du hast automatisch diesen Schlangenhauteffekt und das ist ja geil. Mhm. Wir müssen dann halt einfach nur eine Möglichkeit finden, das anständig zu integrieren. Aber ich gehe erstmal weiter durch. Wild. Oh gut, na, ist auch gut. Bordeaux. Ich hätte es einfach Weinrot gesagt, aber. Ja, es gibt halt so viele Töne, wa? Ja. Auch nicht schlecht. Und jetzt, das ist halt auch nicht schlecht, ne? Du gehst von dem Rot das Vinyl, in das hier, Vinyl, ne? Passt halt zu allem. Ja. Aber das Vinyl ist nicht das Problem, sondern. Die Farbe des Motorblocks und der Sache drunter, weißt du? Wir müssen gleich mal schauen. Ja, wir sind jetzt hier fast durch. Nee, warte mal. So. Das fand ich am fettesten. Das ist dieses Dschungel, dieses verwaschene Dschungelgrün, das finde ich fett. Oder halt so ein Desert-Kram. Aber da müssen wir halt ein bisschen was wagen, ne? Desert-Kram ist jetzt so dieses hellere gewesen, oder? Ja, dieses Creme, diese Navy-Farbe fast, ne? Sowas hier. Ja, Army Green beispielsweise wäre sowas. Sieht halt auch nicht schlecht aus, ne? Und wenn wir sagen, wir nehmen den Motorblock mit, warte mal, wir nehmen den, genau hier. Warte mal, ich muss ihn kurz suchen. Wenn wir den Motorblock mitnehmen und die Sekundärfarbe, dann siehst du, dass du den gesamten Motor mitlagieren kannst. Siehst du das? Ach so, ja.
Wir haben jetzt sozusagen einen lackierten Motorblock. Und das Einzige, der einzige Unterschied ist die Antriebsanbindung ganz unten. Die bleibt matt. Ich gehe jetzt hier einfach mal durch und wir gucken mal, wo wir hinten rauskommen. Ich denke, so eine Armeefarbe, so was Sandiges, wird jetzt vielleicht ganz geil sein. Aber auch matt vielleicht. Ja, auf jeden Fall, definitiv. So ein... Ah. Nee, zu grün. Nee, das ist zu grün, ja. Ich glaube, es muss schon stimmig sein mit dem Schuppenmuster, oder? Ja, genau. Da will ich ja hin, Das muss da reinpassen. Und alles andere können wir später nochmal angucken. Jetzt das ist kommen Champagner. Wir langsam. Das ist beige. Das sieht schon... Dunkles Ivory, ja. Das geht schon in die Richtung. Das geht in die richtige Richtung, ja. Ey, Silva. Ey. Hi ho, Silva. Das sieht. Nee, ja, das ist noch. Das ist ein bisschen. Ja, so in der Richtung. Geh nochmal zurück. Das hier, oder? Das wäre Moos. Das ist, glaube ich, die gleiche, oder? Nee, es ist nicht ganz. Aber das ist fett jetzt. Jetzt wird es halt langsam fett. Ich würde trotzdem mal gucken, wie ich mit dem Motorblock in Chrom umgehen kann, um den ein bisschen herauszuheben. Warte. Die Frage ist, willst du den rausheben? Ich will den rausheben, weil ich finde, dass der in beige, in diesem Grün vielleicht ein bisschen zu viel ist. Wenn ich komplett Chrom mache, weißt du, und dann den Auspuff noch, dann habe ich da unten so eine stimmige Kombination. Ansonsten ist dann schwarz, Chrom, Antrieb schwarz. Weißt du, da ist nicht, das ist nicht ganz stimmig. Mhm. Das fühle ich nicht so. Ich gehe mal schnell Geld machen, ne? Ja, ja. Weißt du, was ich meine? Mhm. Ja, du hast ja auch die, guck mal, du hast ja auch die Anbindungsteile vom Frontlenker, du hast die Heckfeder. Das sind alles Elemente, die so oder so chrom sind. Ja, du musst irgendwie eine Abtrennung finden und gleichzeitig auch etwas, wo man sagen würde, okay, das ist in sich stimmig. Und wo geht's über? Das muss man halt irgendwie auch finden. So, würde ich sagen. Eieiei. So, und jetzt können wir unten an der Antriebswelle auch sagen, hier. Lass uns den in so einem Chrom nehmen. Siehst du, und das passt sich wieder perfekt an. Offene Antriebswelle. Gibt es in unterschiedlichen Versionen nochmal? Können wir mal schauen. Ich finde die eigentlich ganz geil. Außer du willst die Front noch geschlossen haben. Von der Antriebswelle. Da ist ja gerade so ein Pentagramm mäßig drauf. Ich will das schon so auf dem Hammer halt, ne? So würde es halt auch gehen. Ist ein bisschen dezenter. Mhm. Oder so. Aber ich finde so auch geil. Ist ein bisschen was los. Was? Sieht ja auch geil aus, ja. Was haben wir vergessen? Also jetzt sieht halt aus, als wärst du bei der Navy gewesen. Ja, du siehst aus wie so ein dänischer Frogman oder so. Sowas ist das jetzt. Ja, das ist richtig. Ja, so in die Richtung geht das. Und also, ich sehe jetzt erst richtig das Muster auf dem Kanten. Ja, ist krass, ne? Das sieht halt aus wie Schuppen. Die da drüber. Siehst du diese komische Zusammensetzung? Sieht halt aus wie Schuppen. Aus wie Schuppen, auf jeden Fall. Also, gefallen tut es mir auf jeden Fall. Ja, wir können ja nochmal gucken, was wir mit den Rädern machen können. Da ist ja auch noch ein bisschen was los. Vielleicht finden wir da vorne nochmal was, wo wir was rumzwirbeln können. Genau, vorne noch. Braucht ihr noch lange? Ich will gerade nur nochmal gucken, ob ich Chromfelgen nehme oder schwarze. Schwarz.
Würde ich jetzt mal spontan sagen. So, wir haben hinten schwarz und vorne haben wir jetzt, also es ist mehrspeichig, aber wir haben jetzt hinten vorne einfach mal das Chrommodell. Oder Edelstahl. Aber ich würde schon schwarz sagen. Ja? Ja. Dann lassen wir die Standard einfach drin, oder? Ja. Ja, doch. Das ja, kannst du definitiv. Ja. Naja, gut. Ja, dann würde ich sagen, sind wir so durch. Vielleicht einen Sattel nochmal in Braun? Ich gucke nochmal den Sattel an, aber... Der Sattel in Braun sieht halt scheiße aus, sag ich ja, dir ganz ehrlich. Ja, weil der sich ja so hervorhebt. Ich glaube, in Schwarz besser. Aber vielleicht finden wir noch eine schwarze Version, die... Einsitzer meinst du? Also genau, dass der Sattel hinten... Ach, fuck, das will ich ja nicht. Kannst du, glaube ich, vergessen bei der. Ja, glaube ich auch. Warte mal. So, die Version oder die Version? Ach, ich würde die nehmen. Die hier, Standard. Okay, alles klar. Ja, okay, dann machen wir das so. Was ist denn jetzt da vorne los? Okay, alles klar. Ich werde ein bisschen für das Bike brauchen und dann holst du das so in einer halben Stunde ab. Eine halbe Stunde, alles ja, klar. Ja, so ein bisschen werde ich machen, wa? Dann muss das auch noch ein bisschen trocknen und dann... keine Ahnung, kannst du hier ein bisschen rumdüsen vorne oder so, keine Ahnung. Kannst du hier auch halt angeln, nimm eine Angel oder was, weiß ich nicht was. Guck dir die Aussicht an, wie du möchtest. Lass einfach hier stehen. Ich muss mal gucken, was da vorne los ist, Alter. Ach so, und es kostet ungefähr 3. Kann ich ja schon mal eine Rechnung stellen? Ja klar. Weil wir haben relativ viel gemacht. So. Ich dachte, es wäre teuer. Ach. Die Leute sollen das ja immer wieder machen. Du hast doch gesehen, was da möglich ist an dem Hikes. Er soll sich ja auf lange Sicht soll ja wandlungsfähig bleiben, wa? Das ist richtig. Ach, Scheiße. Ich weiß nicht, was kurz Roller passiert. Ich krieg dann das Ding so oder so durchzugucken. Und jetzt fährst du das Ding kurz im Kleinen. Komm mal kurz auf die Seite. Komm mal kurz her. Und ich bin da nicht mal richtig reingefahren. Kurt gibt uns 10.000, wenn wir die zwei Spackos da mal so richtig zusammenschlagen, weil die da uns seinen Roller kaputt machen und sich im Park benehmen wie Drecksau. Jetzt wollte ich die mitten in die Destille nehmen, Kurt anrufen. Dann guckt er zu, wie die auf die Fresse kriegen. Wir kriegen 10.000 Dollar und das war's. Was hältst du davon? Von wem? Wer denn? Der Stefano und der Macareno. Die gehen anscheinend Kurt richtig auf die Eier und der hat keinen Bock mehr. Der weiß nicht mehr, was er machen soll. Ich hab gesagt, ich frag dich natürlich vorher, ne? Ich habe jetzt nicht gesagt, wir machen das, aber die sind gerade hier. Warte mal. Hab ich kurz Nummer, Alter? Hab sie, glaube ich, auch nicht. Ja, hab ich. Ich ruf ihn mal an, warte mal. Mach mal. Ich ruf dir gleich zurück, ich bin gerade am Krankenhaus. Warte mal ganz kurz nur, eine Sekunde. Ich habe hier gerade den Stefano und Macareno, ne? Wegen der komischen Sache. Ich würde ihn nicht aufs Maul hauen, aber ich würde ihnen sagen, dass sie sich endlich mal benehmen sollen. Ansonsten hauen wir aufs Maul. Ist das okay? Ja, das ist auch in Ordnung. Alles gut. Hab die Schnauze voll. Jetzt eine Lösung. So, Jungs. Ihr schuldet mir 10.000 Dollar. Schuldet was? Genau. Genau, ja. Das ist die Sache. Jetzt hört mal zu. Ich habe gerade einen Auftrag gekriegt, euch die übelst aufs Maul zu hauen. Von wem? Aber ich habe gesagt, halt, stopp. Das sind Jungs, die sind zumindest zwar auf den Kopf gefallen, mehrmals von der Liege damals, was auch immer, haben sich fucking irreparable Schäden zugezogen in ihrem Leben, aber ich versuch's erstmal reden. Ich versuche ja auch ein besserer Mensch zu werden. Also, rafft euch, geht den Leuten nicht auf den Sack und dann haben wir kein Problem. Ich versuch's so vage wie möglich zu halten, weil irgendwie will ich doch 10.000 Dollar haben. Oh ja. Natürlich, natürlich. Also, Jungs, ne? Muss doch nicht sein. Was denn? Soll die Fresse halten? Der soll, also, ja, okay. Pass auf, Stefano. Einfacher Tipp. Ich versuch's mal direkt zu machen. Hör einfach so auf, wie du zu sein. Verstehe ich nicht. Einfach aufhören mal. Einfach mal in die Rolle jemand anders schlüpfen. Wie soll ich jetzt irgendwie mal grüner sein oder was? Nicht im gleichen Gespräch involviert ist, Alter. Vielleicht bin ich jetzt Stefano. Jemand, der sich nicht 5 Sterne auf die Stirn tätowiert. Scheiße, aber so sein wie der will ich jetzt auch nicht, ey. Jungs,
Haft euch doch mal. Ich verstehe sein Problem ich kann nicht, jetzt nicht. Ey, wenn ich Anrufe kriege, dass ich euch übel auf die Fresse hauen soll, dann sind wir an dem Limit, an dem ich einfach auch warte mal, langsam verarscheln. Wer ruft denn dich an und sagt, hopp, verprügel den mal? Naja, hat er keine Eier oder ich habe heute schon 3 Anrufe gekriegt dazu. Dann soll der mal selber kommen und mir auf die Fresse hauen. Aber ich will doch auch Geld verdienen. Ach du, ich bin ein ehrlicher Arbeiter. Ey, ich will doch auch. Warte mal. Wie heißt du, wenn ich fahren darf? Ich war heute am Feld. Warte mal. Ich habe eine Idee. Was? Wie wär's, wenn wir. Guck mal. Oh, ich bin so ein Business-Idee, ne? Ah. Ey, ah. Ich werde Scheiße bauen, ne? Ah. Leute rufen dich an. Sagen, ich zahle dir $10,000, wenn du ihn verprügelst, ne? Dann machen wir Hälfte-Hälfte. Was sagst du? Alter, $10,000, ich sag dir. Du musst das nicht machen, Alter. Ich krieg die Anrufe doch jetzt schon. Und ich kann die ganze Sache behalten, indem ich dir einfach. Ich sag dir, am Tag wirst du 3-4 Aufträge bekommen. Ich krieg doch jetzt schon 3-4 Aufträge dazu. Da ändert sich doch gar nichts. Dann kriegst du dann das Doppelte, wenn wir das extra machen. Win-win. Ja, du machst 100.000 am Tag. Ich mach ein Minus, Alter, weil ich dir die Hälfte von dem Scheiß abgeben muss, obwohl ich dir die Kacke austreiben muss. Wieso musst du denn was abgeben, ey? Na, du hast doch gesagt, du willst Hälfte-Hälfte. Achso, ja, stimmt. Ja, da war ja was. Was ist denn mit dir? Das ist vor 20 Sekunden passiert. Und ja, ich hab, du, ne? Ich hab passiert, gedacht, passiert. Ich bin besoffen. Ne? Aber ich glaube, er hat mehr geschüttet. Alter, so, pass mal auf. Also, ich sage es, ich versuche es nochmal mit Worten. Ist doch alles in Ordnung. Ja, ich bin da nicht der Typ für. Hört einfach mal auf. Lasst es einfach mal. Ich habe nicht die Kapazitäten, um jetzt hier wirklich. Ich muss mir achtarmig einen weggeben. Das war's. Mehr wollte ich auch nicht. Ne? Na gut, scheint es jetzt ein Kräuter zu sein. Das heißt nämlich so Salat. Ich sag, das ist mein Ernst. Ja. Na, meine Fresse. Also, wir kriegen jetzt 10.000. Nein, richtig. Wir kriegen keine 10.000. Och, Mann. Ja. Darf ich ihm wenigstens eine geben? Nein, hier wird niemand was hier geben. Was ist denn jetzt hier los, Alter? Oh, ich krieg ja. Ich. Gut, da müssen wir jetzt auch weiter teilen. Bin ich irgendeine Leitung mit irgendwem? Nee. Wer ist denn da? Auflegen. Ich kann nicht auflegen. Jetzt wird's. Warte mal, ich leg mal auf. Scheiße, wo bin ich? Alter. Willst du mich verarschen oder was? Yes, Rex. Das passt. Warte mal. Ich hab Vince auf der anderen Leitung. Vince, hörst du mich? Warte mal, Rex, warte mal. Ich hab Vince auf der anderen Leitung, Rex. Warte mal. Ja, so danke. Rex, hör mal auf, mich anzurufen. Du hörst sofort auf, mich anzurufen. Ich krieg die ganze Zeit Doppelanrufe. Leg mal auf jetzt. Okay, mach ich. Alter, hallo? Was ist hier los, Alter? Ich hab keine Ahnung. Ich muss dein Handy mal updaten. Ja, mein Handy muss ich updaten? Einstellung. Ist ja, wie Einstellung, da ist die ganze Zeit so ein rotes 1. Aber ich, was soll denn das? Ich krieg die ganze Zeit 2 Leute in der Leitung, ey. Was ist bei dir los? Also, ich fahr jetzt zu den Rough Ridern, hol mein Bike ab, was gestern nicht geliefert wurde. Ja. Ich hab den noch nicht gesehen. Der will sich ja heute vielleicht mit mir treffen. Also ich warte jetzt maximal noch 2 Tage ab, ansonsten rase ich da voll rein, ne? Ist mir egal, dann suche ich den, ne? Komplett. Ja, Orbitalschlag. Ja. Also heute würde ich jetzt nochmal gucken, was sich ergibt, ne? Nicht auf Krampf. Gestern war auch die DU-Verhör, ne? Die wollen den haben, ne? Die wollen den auch? Ja, die sagen, der hat eine Armee um sich umgebaut von den Rough Riders und ist auf der Flucht vom Lost, ne? Keine Ahnung. also, ne? Gelaber von den Cops, ne? Ja. Und Waffen sind im Umlauf und so und die vermuten, dass er da voll mit drin hängt und so weiter und so fort und sein Name fällt halt aber immer in Verbindung mit mir auch dann, ne? Aber die wollen den halt irgendwie kriegen. Die sagen, sie sind der Einzige, der zu uns kommt und mit uns spricht, ne? Aber, ja, genau. Ach du Scheiße, Alter. Ja. Aber, wie gesagt, ich weiß nicht, wo der untergetaucht ist, ne? Ich habe keine Ahnung. Ich habe übrigens den letzten, also da gibt's wohl 2 von den Crips, der ist heute hier aufgetaucht. Ja, hat der Udo mir gerade schon erzählt. Ja, Max heißt der. Babysitter. Ja, ich weiß nicht, ob der jetzt schon bei dir ist. Ich glaube nicht. Hat Udo gesagt, irgendwie hat der Dingens den angerufen, der Dex, und hat gesagt, da ist einer aufgetaucht. Und der kommt jetzt wohl zu euch. Genau. Ja, genau. Und dann sollen wir den irgendwie auch bei uns runterbringen. Alles klar. Ja, das Problem ist, was ich habe, dass die Schwierigkeit an der ganzen Sache ist, wenn ich den jetzt zum Beispiel erwische, ne? Wenn ich den auf der Straße sehe, der steht da, überfahre ich den natürlich, ne? Ist ja klar.
Oder haben wir die Vereinbarung nicht, dass Dex ihn wegmachen sollte? Ne? Das ist halt das Problem. Von wem reden wir? Von dem Typen, der dazugekommen ist oder von Gus? Nein, von Gus. Wie, du überfährst den einfach? Ja, wenn ich den sehe, dann fahre ich drüber. Dann ist er weg. Dann haben wir aber mit der Vereinbarung, dass er... Ja, mein Gott, dann soll der sich an der Leiche vergehen oder so, wie irgendein Perverser. Ja, genau. Ja, nee, weil die Vereinbarung war ja, er soll es machen. Das ist halt schwierig, ne, den dann zu holen und dann... Keine Ahnung, soll der den Schuhe abnehmen? Das passiert doch ständig in der Stadt. Weil wenn der wirklich die Rough Rider um sich hat, das ist Selbstmordkommando, da kann ich nicht rein. Da komme ich gar nicht zu dem dran. Ne? Nee, einfach auf das. Mal gucken, weil wie gesagt, maximal 2 Tage und dann renne ich da rein. Ne? Naja, da schon wieder, naja. Wir halten uns auf jeden Fall bedeckt, ja. Also ich bin da ja nicht... Ich weiß Bescheid, aber es gibt da keine Sache. Ich habe das, ich habe immer mal gefragt so, und was ist mit Treffen, aber ich werde da jetzt keinen Druck aufbauen, weil das... Bringt auch nichts. Genau. Ja, der muss sich wieder in Sicherheit wiegen und genau. Dann wird er leichtsinnig. Wir haben gestern 50 Minuten in seinem Apartment gewartet. Und dann willst du mir sagen, dass Dex die ganze Zeit mit der langen auf die Fahrstuhltür da geballert. Ja, 50 Monate, sieht genau aus. Ja, das ist ja großartig. Naja, gut, aber das machen wir heute auch nochmal. Ne? Vielleicht ist er ja da. Naja, klar. Alles klar, ich halte dich am Laufen. Gut, bis denn. Bis dann. Ja. Er legt doch auf. Alter, ich kann schon wieder nicht auflegen hier. Was ist denn das für eine Scheiße? Ich muss das wirklich updaten hier. Ey, jetzt. Oh, ich hatte das schon mit Six. Ich habe 20 Minuten mit dem reden müssen. Das ging einfach nicht. Ich will das nicht nochmal erleben. Die Uhr läuft hier schon. 3,5 Minuten, das längste Gespräch meines Lebens. Das ist wie bei Speed. Ich habe den Film letztens nochmal geguckt. Ganz schlimm. Vince, bist du noch dran? Vince? Hallo? Ach du Scheiße. Der Server ist gerade nicht wirklich down gegangen, oder? Das ist gerade nicht wirklich passiert. Sag mal, willst du mich savagen heute? Das ist ja nicht wirklich jetzt gerade die Problematik. Tja, ich würde sagen, wir haben einen Timer im Bild. Wir werden ja sehen, wann das hier wieder läuft. Ne? Ich kann ja mal den Mode-Uni rausmachen, glaube ich. Ach nee, will ich auch nicht. Euren Scheiß will ich nicht lesen. Lass es drin, Chat. Lass es drin. Ich finde das eigentlich ganz so angenehm. Immer ein paar Emotes, ein paar Omega-Lulls, ein paar Pokémon. Finde ich eigentlich ganz süd. Ich telefoniere gerade mit Jeff Bezos. Der will euch unbedingt, dass ich euch von Twitch Prime erzähle. Der kostenlose Möglichkeit, diesen Kanal ohne zusätzliche Kosten und Gebühren mit der Synergie aus Amazon und Twitch zu abonnieren. Wusstet ihr das eigentlich? Das ist so ein Rocker-Ding. Nur echte Rocker machen das. Rocker Prime. schön. Tja, wenn das heute wieder eine Stunde dauert, dann werde ich hier aber jetzt gleich ein Ei reinlegen, ne? Dann werde ich hier direkt, dann muss ich mir ein Ei holen. Dann reicht das. Das ist so Bullshit. Kann ja wohl nicht wahr sein. Das müssen die Sync-Probleme sein mit den ganzen automatischen Waffen von den Rough Riders, die da so große Probleme machen. Ne? Wahrscheinlich kommt der Server nicht hinterher mit den ganzen Schüssen, die da abgefeuert werden. Meine Güte, Digga. Ja, Apura. Ne? Willkommen im Lost. Im Lost Prime. Ne? Ach, jetzt ist es weg. Aha. Connection Lost. Der Serverumzug hat wohl nicht so gut geklappt. Warte mal, der Server ist umgezogen? Ich hab doch gesagt, das soll alles genauso bleiben, wie es ist. So, was sollen wir jetzt eigentlich mit der Bude da machen? Was mit seinem Roller? Ja. Ja, halt nochmal nachlackieren ein bisschen, ne?
mache ich jetzt, der hat so leichte Lack, mache ich schnell mit der Dose drüber, ja, und guck, ob alles in Ordnung ist, und dann holt er den gleich wieder ab, wenn wir den anrufen. Ja, der ist auch nicht, kostet nichts. Ja, der ist, ja, ich hätte auch jetzt nichts vom verlangt, ne? Ja, ja. Der ist halt, der war halt nur tierisch abgefuckt über die zwei Idioten. Ja, und ich habe den zwei Idioten gesagt, ey, ich warne euch. Ich warne euch, es gibt ja auch Small. Das war doch angemessen, oder nicht? Also ich sag dir ganz ehrlich, ich hätte schon Bock, wenigstens eine zu zimmern. Der muss ja nicht gleich da liegen und weinen, sondern mal so eine Respektschelle, weißt du? Ja. Dass er merkt mit, ja, egal. Waren hier mit dem geklauten Taxi rum, ey. Die haben ein Taxi geklaut, Ambro? Ja. Diese dummen Wichser, Alter. Und da fahren die auf unseren Hof mit? Also Rex hat gemeint, die haben schon fast die wollen die $5,000 Gebühr voll machen auf dem Taxometer. Oh, das ist so, habe ich auch noch nie gesehen. $5,000 für eine Taxifahrt? Ja, die haben das halt anscheinend geklaut und jetzt fahren die ganze Zeit mit rum, ne? Naja, sie soll man nicht sich. Also, das ist ja wieder dämlich ein Wichser, Alter. Mal das sind voll. Ich weiß nicht, wie die durchs Leben kommen, ne? Hier, nimm mal die Dose und lackier das mal ab. Alles klar. Ey! Warst du schon oben bei der Cliffhanger? Nee. Steve, was für ein Cliffhanger? Ja, alles klar, da müssen wir auf Liz warten. Sie schon gesehen? Aber was macht denn Liz hier? Die fummelt doch schon wieder an irgendwelchen Bikes rum. Naja, wahrscheinlich. Was für Cliffhanger, klär mich doch mal auf. Wir haben da oben eine Cliffhanger, die muss verkauft werden. Liz, ruf mal den Typen mit der Cliffhanger an. Steve ist hier. Alles klar, Mann. Oh nee, das wir fahren hoch. Arbeit. Ja. Du kannst dich hier mal schön an meine Seite heften. Wir fahren mit dem Slamman. Oha. Ja, dann bewegst du den freiwillig wieder. Wie war nicht der Bewege des Slamman ist geil. Ach nur, sonst ist immer ein Tunlip. Was laberst du? Was ist denn jetzt schon wieder, ja? Der ist nicht erreichbar. Der hat aber auch gesagt, der ist wahrscheinlich unterwegs und kommt erst um 10 wieder. Oh Mann, ja. Ich steig schon wieder aus dem... Nee, wir müssen den Slamman tanken, alles klar. Gut, alles klar, dann mach die Wolfsbane weiter, oder? Ja, mach ich. Und du wolltest, glaube ich, hier hinterkommen, oder? Ja. Wegen Max? Ja, ja, ich kümmere mich drum. Ich komme okay, gleich. Alles klar. Was denn du? Wir müssen nach hinten noch, da ist dieser andere verlorene Junge aufgetaucht. Ich tanke den Slamman noch und dann fahren wir nach hinten. Ja. Ich habe das jetzt vor Zwisch verstanden. Kurt hat irgendwie 10 Scheine auf die ausgesetzt. Ja, und ich habe aber jetzt keinen Bock, den Wichsern aufs Maul zu hauen, Mann. Das bringt doch nichts. Das ist doch immer dasselbe. Ja, dann liegen die haust ihn aufs Maul, dann liegen die dort, kommt der Krankenmann, dann sagen die, was ist das denn? Und dann, wir kriegen unsere 10 Scheine und alle gänzlich getrennte Wege. Oh Gott, das ist doch immer derselbe Scheiß. Wirklich, jetzt hättest du irgendwas mit so wirklich geistig eingeschränkten Schildkröten zu tun, die nicht wissen, wie ihre Dings funktioniert, weißt du? Ja. Warte mal, wo fahr ich eigentlich lang? Ja, mach jetzt rechts. Mach doch jetzt einfach rechts. Ist doch rechts. Naja, mit großem Umweg, aber rechts, ja. Sonst gibt's irgendwas Neues? Altbekannte Thema Gas. Vince hat angerufen und hat gesagt, der kümmert sich da immer noch drum. Versucht heute ein Treffen zu arrangieren. Der versucht das jetzt noch 2 Tage. Wenn das 2 Tage nicht funktioniert, dann geht er da rein mit allem, was er hat. Wollte sich Gas auch heute bei uns melden? Alter, ich werde mich da jetzt überhaupt nicht mehr melden. Ich habe Vince gesagt, ich mache da jetzt nichts mehr. Das ist mir alles zu dumm, Alter. Dieser Scheiß hinterher zu telefonieren, oder nicht? Ja. So eine Clownshow. Alter, was kostet denn der Sprit? Ich hab $100 hier in die Tankt. Naja. Sind die alle irre, Alter? Wie soll ich denn leben? Diese Wichser. Warum ist denn der Sprit so teuer? Ich glaube, das Ding schluckt einfach viel. Naja, was wie? Ja, das ist doch okay. Nee, haben wir nicht irgendwie letztens erst so ein östlich gelegenes Land eingenommen, wo die irgendwie Ölreserve gefunden haben? Eigentlich schon, ne? Wird mal Zeit, dass wir wieder irgendwie so ein Land befreien, ey. Kann ja wohl nicht wahr sein. Endlich mal einen Orten dafür bekommen.
wir sollten allgemein mal ein bisschen mehr wertgeschätzt werden. Mhm. Wir sollten den Freibrief bekommen, dass wir im Continental Leute aufs Maul hauen dürfen. Denkst du, dass das so besonders ist? Na ja, keine Ahnung. Aber das waren gestern die Rough Riders, oder? Naja. Na. Doch, ich geguckt. Was ist das jetzt für ein verlorener Typ da hinten, was du meintest? Das auch noch Bike ummelden, oder? Die Cliffhanger, den meinst du? Nee, du hast doch gerade gesagt, hier hinten steht noch irgendein verlorener. Ja. Der ist da drinnen. Oh, what up? Ah, dieses Drecksgrad, dieser Drecksvogel, Alter. What up? Also, schrei doch mal nicht rum, Alter. Was ist mit? Ach, du spielst Flappy Bird. Ja, wir haben um $100 gerade gespielt. Alright. Oh, fuck. Uwe, was ist mit dir? Ruf mal Kurt an und sag, der kann sein Ding wiederholen. Jo. So, warte. Rex, bring ihn doch schon mal in unseren komischen Aufenthaltsraum nach vorne. Ja, klar. Komm ich jetzt hier. Das ist der zweite, den es noch gibt, ha? Huh? Ja. Nicht Dex. Achchen! Kurt, du kannst deine Muchte abholen. Ja, alles klärchen, ich mach mich gleich auf den Weg. Alles klar, gut, bis denn. Bestens, bis dann. Max war das, ja? Yeah, right. Alter, setz dich ruhig mal hin. Ich habe schon gehört, wer gestorben ist. Okay. Du, wie lange warst du jetzt nicht da? War das letzte Mal, ich glaube Donnerstag da, yeah, right. Und ich musste ein bisschen auf Cranny aufpassen und jetzt bin ich wieder da. Ja, schlecht. Hast du einiges verpasst. Ja. Alles klar. Ja, das habe ich schon mitbekommen. Was ist dein Plan? Ich möchte erstmal hören, was zur Hölle passiert ist, wer meine Brüder umgebracht hat. Und was überhaupt, mir wurde nur gesagt, alle sind tot, außer Dex und du. Wer? I don't know. Von wem hast du denn das? Von Dex. Achso. Der hat dir nichts Genaues gesagt. Der hat gesagt, das machen wir später. Wenn ich in irgendeinem Bunker bin. I don't know. Okay. Scheiße. Gut. Also folgendes Problem. Am Freitagnacht, von Freitag zu Samstag, glaube ich, sind Six, AKD und Destiny zu einem Treffen einbestellt wurden. Mit? Und dieses Treffen, da kamen sie halt nicht wieder. Jetzt sind wir durch. Mit wem war das Treffen? Wir haben halt so ein bisschen rumgeschnüppert, ja. Haben halt geschaut. Das Erste, was wir dachten... Dex jetzt nicht, ich rede gerade mit DC. Das Erste, was wir dachten, war halt, dass irgendwas bei den Rough Riders irgendwie ist. Weil die ja so hart reingehalten haben, Mann. Ja, ja. Hast du das noch mitbekommen? Ja, ich war selbst bei der Schießerei dabei. Alles klar. Bei der ersten. Ja, das hat sich bis Freitag hat sich halt durchgezogen, komplett. Die ganze Zeit.
Aber ich habe gedacht, wir wollten ja die Füße stillhalten. Ja, da gab es eine Situation, da ist irgendwie so ein Auffahrunfall gewesen. Dann sind die nochmal komplett ausgerastet, Alter. Also wirklich vollkommen ausgerastet. Und ja, auf jeden Fall, Freitag ist das passiert, sind nicht wieder aufgetaucht. Wir haben erstmal ermittelt, hier geschaut, alle möglichen Leute versucht zu kontaktieren. Hat sich rausgestellt, dass die Rough Riders ein relativ wichtiges, wasserdichtes Alibi haben. Hey. Also sehr, sehr wasserdicht. Sehr, sehr wasserdicht, weil sie im Knast waren. Bis früh sie können es nicht. Somit das beste fucking Alibi, was es gibt. Alright. Ja, ja, es geht, sie könnten es nicht machen, sie waren im Knast. Die andere Situation ist, da waren wohl ein paar Leute beteiligt bei der ganzen Aktion, die darauf aufbaute, dass Leute erzählt haben, dass ihr mit den Cops redet. Was? Ja. Das habe ich vorhin von Rex, glaube ich, gehört, das mit Chef. Genau, aber da geht es nicht um Chef, sondern geht es um Six. Um Six? Ja, das Problem Six ist... Six hat mit den Cops geredet. Das ist der Vorwurf. Der Vorwurf wurde geäußert, weil Six seiner Ex-Freundin wohl Infos gesteckt hat. Weißt du? Azy. Hm. Ja, genau, ich kenne sie, ja. Und da wurde eins aufs andere gezogen. Und da wurde eins aufs andere gezogen. Das wurde dann so hochgeschaukelt, dass es dann hieß, der hat das nicht nur an Azy weitergegeben, sondern halt auch an wer weiß was. Cops halt. Aber darum ging es ja auch nicht. Und durch diese Aufstachelung, scheinen die dann in die Fänge geraten zu sein. Aber von wem wurden sie jetzt gekillt? Wisst ihr das, oder? Ja, sag mal so. Ja, schon. Die Sache ist halt die. Der Grund, warum ich dir das nicht direkt sage, ist, weil es halt schon Pläne gibt, um die betreffenden Personen auszuschalten. Und ich keinen brauche, der hier einen auf Vendetta macht. Verstehst du das? Ich mach keinen auf Vendetta. Okay. Du sagst ja aber so, wie es ist. Ganz kurz, soll ich mal ganz kurz bitte was dazu sagen? Ex ist jetzt seit kurzem bei uns. Ich bin der längste, der noch am Leben ist, wenn man das jetzt so sagen kann. Ja. Und meine Brüder wurden gekillt, meine Schwester wurde gekillt. Und das war Familie für mich. Und ich werde da nicht irgendwie, und ich werde da ganz... Ich weiß nicht, ob Six mit den Cops geredet hat, aber ich handle da, was das angeht, wie Six, und das ist, dass ich mir die Sachen anhöre und überlege, was man machen kann. Und ich sag's dir aber auch so, wie es ist. Ich akzeptiere es aber eher weniger, wenn man mir sagt, ey, deine Fam wurde gekillt und du bist jetzt mal hier schön weg. Du bist nicht schön weg, du warst halt nicht da, Alter. Und in der Zeit haben sich Dinge ergeben, die zur Lösung dieser ganzen Scheiße beitragen. Verstehst du? Ja. So, das ist nicht das, ich will dich da nicht rausnehmen oder so oder dir irgendwas vorenthalten. Ich will nur, dass du verstehst, dass wenn du diese Info jetzt gleich hast, weil du wirst sie bekommen, so oder so, dass du hier nicht mit einer Neuner rausläufst und dann einen auf nein. Super Soldier machst. Nein, so bin ich nicht. Alright. Ich hab auch gesagt, so, ey, ich bin ja zu dir. Da haben wir damals einen Pakt geschlossen, man wird nur tot aus den Crips rausgehen. Und solange ich nicht tot bin, bin ich oder bleibe ich ein Crip-Mann. Und so lange werde ich auch im Sinne der Crips handeln. Da wird auch keine unnötige Rachefeldzug sein. Es war Gas. Okay. Gas hat halt behauptet, dass Six mit den Cops geredet hat, so wie die Situation gerade. Das wurde hochgeschaukelt. Dann hat er sich Verstärkung geholt, denen das alles erzählt hat. Und dann waren die dabei. Und dann ging es ab. Wenn wir jetzt der Plan ist, da schließt er dich am besten mit Dexter tatsächlich zusammen. Der Plan ist jetzt folgendermaßen. Der uns das gesteckt hat, der war dabei. Der wusste das aber nicht. Der wusste nicht, dass die gekillt werden oder was? Nein, der wusste nicht, dass die Info, die da gedroppt wurde, falsch ist. Nämlich, dass Leute mit den Cops reden. Der ist davon ausgegangen,
Der ist halt davon ausgegangen, dass das stimmt. Und auf Basis dieser Information hat er die Entscheidung getroffen. Jetzt hat sich Tage später herausgestellt, 2 Tage später, glaube ich, dass das halt nicht stimmt. Und dass das alles sinnlose Morde waren, Mann. Ja. Die auf Basis von Lügen und persönlicher Antipathie, und ich weiß es ja, ich habe oft mit Six gesprochen, wie das steht zwischen Gas und euch. Da wurden Beine gestellt, da wurde zurückgehalten, da wurde behindert, die ganze Zeit. Genau. Und deswegen wird das wahrscheinlich heftig damit reingespielt haben, was da passiert ist. Mhm. Und der Plan ist, Gas beiseite zu schaffen, oder was? Also wenn er das ist, dann have fun, weil das, ich glaube, hinter Gas steckt sehr viel, oder? Ja. Ja. Das ist ja nicht nur eine Person. Naja, es ist erstmal eine Person, aber ja, halt relativ gut vernetzt, und der ist jetzt seit Tagen untergetaucht. Ah, der ist schon aufgetaucht, alright. Der ist da, aber er ist halt, keine Ahnung, Alter. Irgendwo hier. Keine Ahnung. Ich versuche mich mit dem zu treffen. Keine Chance. Ich habe gehört, ihr wart euch auch nicht mehr so grüne, oder? Ich habe immer mal ein paar Ansagen gemacht, aber am Ende des Tages bin ich auch nicht blöde, wa? Also, erstmal ganz kurz an euch. Nicht nur an dich, DC, sondern an alle. Wirklich ein dickes Thanks für alles, was ihr jetzt in letzter Zeit gemacht habt, so was ich mitbekommen habe, was Dex mir schon erzählt hat. Also, Jesus, nein, jetzt nicht wirklich. Deswegen da schon mal ein riesen Dankeschön. Alter, du wusstest nicht, danke, wir haben es nicht hingekriegt, Mann. Ihr habt aber doch auch dann Dex versteckt jetzt, oder? Ja, aber das ist... So, und da hat Dex mit seiner SMS schon recht. Er hat nämlich mir geschrieben, erst bei unseren einzigen Freunden. So, und immer das, was ich mitbekommen habe, war eigentlich, dass es mit euch immer sehr, sehr gut lief. Yeah. Und dass da der Respekt gegeneinander, oder in dem Fall füreinander, immer da war. Also mein Plan... Das ist schwierig, ich hab's mir jetzt gerade eben erst angehört. Ich halte da erstmal die Füße still, ich richte mich da nach euch. Bin aber auch ehrlich, ich bin ein Crip und ich bleib ein Crip, Dex ist ein Crip. Und die Crips sind nicht tot. Also, ja, du weißt, was ich damit meine. Also, es gibt noch die Crips. Ja. Und ich hoffe, die sind irgendwann mal wieder da. Ja. Da können wir drüber nachdenken, wenn das Problem, das euch beseitigt hat oder beseitigen wollte, beseitigt ist. Wenn wir bis dahin noch leben. Ja, ja. Aber ich bin halt der jetztige, der am längsten da ist. Dex ist erst. Wie lange ist Dex jetzt bei uns? I don't know. Also der ist schon länger bei uns, aber offiziell ein Crip ist er seit. Was hat er? 5 Tagen. Ja, 5, 6 Tagen hat er uns. Ja, noch nicht lange, Mann. Und ich bin ja schon, I don't know, ewig dabei. War jetzt mal nur das Wochenende nicht da. Erste freie Wochenende von mir. Das ist auch ganz schön. Deswegen muss ich da auch jetzt erstmal mich ein bisschen sortieren, weil Dex würde ich jetzt noch nicht die komplette Verantwortung für die Crips in die Hände geben. Das ist so eine Sache, das müsst ihr unter euch... Das macht ihr unter euch, da hänge ich mich nicht rein, Alter. Eben, ja, ja. Deswegen... Ja, ich sag's nur so, ich bin immer jemand, der bei sowas mit guten Freunden immer sehr transparent ist. Ich bin niemand, der irgendwie heuchlerisch irgendwas hinterm Rücken oder so macht, sondern ich bin immer sehr ehrlich und direkt. Alles gut. Wie gesagt, setz dich am besten einmal mit Dex auseinander. Ich werde jetzt gleich einen Anruf machen für eine Abholung. Alright. Jetzt habe ich gerade ein SMS bekommen. Mann, was wollen denn alle von mir auf einmal? Und du solltest sehr, sehr vorsichtig sein, mit wem du jetzt hier Kontakt aufmachst. Ja. Unbedingt mit fucking Dex abstimmen, Alter. Also, ganz kurz, wer ist momentan da denn überhaupt an alles mit involviert? Die Rough Riders, Tire Nuts und oder noch mehr?
Bei den Rough Riders weiß ich es nicht, Alter. Ich habe nur das, was um Gas ist. Also Tire Nuts, Vince und mutmaßlich auch die Rough Riders, weil die wohl von dem bezahlt werden, von Gas. Und ausgerüstet wurden. Ja. Hat der so Schiss oder was? Naja, ich habe keine Ahnung, was da rumgeistert, Alter. Ich habe auch keine, an mir liegt es nicht, Alter. Ich habe hier keine Ansagen gemacht oder sowas. Aber es ist schon wirklich krass, Alter. Das ist wirklich keine normale Situation, Mann. So, ich besorge jetzt hier erstmal einen Transport. Alright, ja, genau, das, wollte ja? ich nur sagen, das hier. Dex hat mich angerufen und gefragt, Ich kümmere mich schon. Ja, er hat mich gerade angerufen, aber ich habe ihn weggedrückt. Ich kümmere mich schon. Ruf ihn an, sag ihm, jetzt komm, ich klär das. Und dann kommst du da gleich mit hin. Alright. Tu mal jemand. Hey, Roxy. Nein, hier wird keiner irgendwo hingefahren. Das wird abgeholt, damit das nicht aussieht, als würden wir irgendwas wegschaffen. Also zumindest nicht, bis ich es abgestimmt habe. Das können wir schon machen, aber wir müssen erstmal abwarten. Naja. Was geht? Habe ich gerade. Na, egal. Scheiße. Ey, Roxy. Hä? Na, wie geht's dir nach gestern? Ach, stimmt, Alter. Ich hoffe, ihr habt alle nicht ins Wasser geguckt. Ich habe nicht ins Wasser geguckt. Ich glaube, bei dir ist das auch scheißegal. Du bist irgendwie so ein. Du bist durch diese komische Blutscheiße geschützt. Aber was? Ronny. Nee, die hat auch gesagt, ich darf nicht ins Wasser gucken. Ich habe vorhin schon die ganze Zeit. Ich habe so einen komischen Schrei gehört, aber brach nicht. Rex, die waren gestern noch bei der Hexe. Die waren bei der Hexe. Ach, scheiße. Also ich habe Albträume gehabt, Ronnys, da wollte ich nichts. Ronnys, nicht Ronnys Zukunft. Ronnys Zukunft sieht düster aus, aber das wussten wir alle. Roxys Zukunft sieht düster aus und das wussten wir auch alle. Aber Zukunft ist kurz. Eigentlich sieht es grundsätzlich beschissen aus, Alter. Ich sag, das ist jetzt nicht ganz klar, wer nur noch diese wenigen Geister hat. Naja, es war offensichtlich Kurt. Na gut. Dass der nur noch wenige Wochen zu leben hat, das sieht man ihm an. Oder? Ich meine, der Anzug. Ja, klar. Die blasse Farbe. Ach komm, ist das so schlecht. Ich Roller. Der Roller. Für mich ein bisschen so, als hätte man mit mir Gehirnwäsche gemacht. Auf einmal habe ich Kurt attraktiv gefunden. Du hast, also ich will ja nicht sagen, was du bist, was ne? aber nach deinem mäßigen Auftritt von wegen, ich habe Kurt mal ganz kurz meinen Arsch gezeigt, warst du so, was ist mit euch eigentlich? Ich habe dir mal ganz kurz meinen Arsch gezeigt, als hättest du ein Motorrad gewartet, Alter. Nee, was ist dabei? Das ist doch nichts Normales immer. Wer hat denn dir das gesagt, dass das normal ist? Also, du bist ja aber ganz schön verklemmt jetzt auch. Naja, ich meine, ich bin nicht verklemmt, aber du gehst doch nicht in den Laden rein und sagst, bezahlen Sie bitte, ja, wollen Sie vielleicht meinen Arsch sehen? Na ja, gut. Nicht den nackten. Ja gut, wenn das ohne Arsch schon Bezahlung ist, kannst du viel sparen. Naja, das ist doch trotzdem. Ich wollte einfach nur auch klären, dass mein Arsch nicht aussieht wie deiner. Ja, das ist nicht offensichtlich. Das ist mir wichtig. Hast du Ach, auch diese Träume so gehabt, Ronny? Hör bloß auf mit den Träumen. Ich kann hier schon seit Tagen nicht. Ich glaube, wir müssen uns alle mal entspannen. Ne? Ja. Ganz normale Unterhaltung hier. Ach, so läuft das guck so mal. Ja. So, siehst du, genau, das wollte ich machen. Ronny, du musst dich mal also extra entspannen. Ich gehe nochmal. So. Winzu, alter Lachskaus, du musst mal einen Transport organisieren. Entweder wir bringen den zweiten verlorenen Jungen zu dir oder du holst ihn ab. Wenn ihr nicht mit Bikes kommt und mit einem unauffälligen Wagen, könnt ihr den gerne zu uns bringen. Alles klar, Silber, fahr mal die Karre vor. Paletti und Partner. Ne? Ja, wir fahren das vorbei. Denn unauffällige Karre, die komische braune da. Ja. Ah, okay. Oder irgendwas. Steht vor der Tür. Alles klar. Gut, Max, dann kommt. Da ist ein Winz mit drin. Ja. Diese Aktion. Genau, das ist der Typ, der uns das gesagt hat. Ah. Der sich betrogen gefühlt hat. Ja. Ah, alright. Aha. Darum, ohne ihn wüssten wir das nicht. Mhm. Weil am Ende wurde er halt auch mit reingezogen, ohne seinen Willen. Alright. Aber besprich das einfach mit Dex, der hat das gestern schon gut zusammengefasst. Mhm. Ja.
Gut, na dann komm. Okay, die Karre ist es. Alright, Mann, dann... Ja, unauffällig. Was denn? Alter, das ist für unsere Verhältnisse. Ach so, ja, stimmt, true. Das ist ja diese umgekehrte Psychologie, davon habe ich schon gehört. Ja, ja. Naja. Hast du noch ein anderes unauffälliges Auto, hier, Silver? Kann ich direkt holen gehen, ja. Naja, dann los. Wenn er sich noch beschwert, Alter. Nein, wir können auffällig. Nein, du fährst da jetzt nicht drin. Ich hoffe, die nächste Karre hat keine Sitzheizung. Ein goldener Sportwagen. Alter, das ist für unsere... Niemals würde jemand erwarten, dass wir in so einer Karre sitzen. Das Ganze auch wissen. Das ist true. Niemals würde jemand denken, dass ihr in einem Auto sitzt. Naja, in einem Auto nicht, außer es hat einen aufgebohrten Motorblock, weißt du? Mhm. Und sonst nichts vorne rum. Naja. Ist die Karre ist chrom, oder was? Kann passieren bei ihm. Naja, das sieht schon.